Ihr habt bestimmt auch schon diese Schlagzeilen gelesen. Spazieren gehen im Park verändert dein Gehirn. Eine Trainingseinheit im Fitnessstudio verändert dein Gehirn. Nichts tun verändert dein Gehirn. Und genauso verändert dein Gehirn Dinge wie das Telefon, Internet, YouTube-Videos, etc., etc., etc. Es gibt von diesen Artikeln so viele unterschiedliche, dass man sich langsam die Frage stellen muss, was verändert eigentlich nicht dein Gehirn? Ich bin Dennis, ich bin Neurowissenschaftler und in diesem Video möchte ich dir erklären, was es mit diesen Gehirnveränderungen auf sich hat. Im Grunde geht es bei diesen Artikeln immer um die gleichen zwei Grundeigenschaften des Nervensystems bzw. des Gehirns. Das erste Prinzip, um das es hier geht, ist das der Aktivierungsmuster. Und dabei geht es darum, welche unterschiedlichen Regionen innerhalb des Gehirns zu einem bestimmten Moment aktiv sind. Und das zweite ist das Prinzip der neuronalen Plastizität und dabei geht es um langanhaltende Änderungen im Gehirn. Also, Teil 1, Aktivierungsmuster. Das Nervensystem besteht aus Neuronen. Die kann man sich, grob vereinfacht, wie die Elemente in einem Schaltkreis vorstellen. Sie haben Signaleingänge, die Dendriten, und Signalausgänge, die Axone. Der Signaleingang kann von deinen Sinnen kommen, also ein physikalischer Stimulus sein. Zum Beispiel Licht, das dein Auge erreicht, oder Schallwellen, die in dein Ohr fallen. Aber die meisten Neuronen in unserem Körper bekommen ihre Signale von vielen anderen Neuronen. Der Signalausgang kann an Muskeln oder Drüsen gehen, aber auch hier, die meisten Neurone geben ihre Signale an viele andere Neurone weiter. Auf diese Weise bauen die Neuronen ein komplexes Netzwerk auf, unser Nervensystem. Das Gehirn ist dabei der Teil des Netzwerkes, an dem sich die meisten Neuronen dicht zusammenpacken. Die Funktion des Gehirns ist es, Informationen über die Umwelt, deinen Körper, deine Befindlichkeit, deine Pläne zusammenzubringen und deinen Körper so zu steuern, dass du gut durch den Tag kommst. Um möglichst viele Eindrücke gleichzeitig auswerten zu können, besitzt das Gehirn viele verschiedene Regionen, die unterschiedliche Aufgaben parallel bearbeiten können. Jetzt sagst du vielleicht, aber Moment, ich habe gehört, Multitasking gibt es gar nicht. Und das stimmt. Dabei muss man aber bedenken, dass eine Aufgabe, die uns relativ einfach erscheint, für das Gehirn viele verschiedene Teilaufgaben beinhaltet. Zum Beispiel beim Autofahren. Da muss das Gehirn die Hände, die Arme, die Beine kontrollieren und gleichzeitig besonders aufpassen, was über die Sinnesorgane reinkommt, sich an die Verkehrsregeln erinnern und so weiter und so fort. Das sind also schon viele unterschiedliche Aufgaben, die das Gehirn gleichzeitig bewältigen muss und kann. Oder hier ein Beispiel aus meinem alten Lehrbuch. Wenn man Worte anschaut, also im Prinzip liest, ohne wirklich darüber nachzudenken, dann wird vornehmlich dieses visuelle Gebiet aktiviert. Und wenn man die Worte hört und nicht liest oder sieht, dann wird hier dieses auditorische Gebiet aktiviert. Und wenn man die Worte ausspricht, dann wird dieses Gebiet aktiviert. Und schließlich, wenn man über diese Worte wirklich nachdenkt, dann werden alle diese Gebiete aktiviert und dann noch dieses hier, von dem man annimmt, dass es besonders viel mit bewusstem Nachdenken zu tun hat. Und dieses Prinzip lässt sich grundsätzlich auf jede Situation, jede Emotion, jede Handlung verallgemeinern. All diese Aspekte zusammen aktivieren also ein bestimmtes Set an Hirnregionen und Neuronen. Und damit ergibt sich ein räumliches Aktivierungsmuster im Gehirn, das wir dann auch Brain State nennen. Jetzt, wo wir das wissen, ist es gar nicht so verwunderlich, wenn ein Proband ein unterschiedliches Aktivierungsmuster hat, nachdem er 90 Minuten im Park gesessen hat, statt 90 Minuten durch den stressigen Stadtverkehr zu müssen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Video schon jetzt dein Gehirn verändert hat. Und jetzt kommen wir zu Teil 2, der neuronalen Plastizität. Natürlich hängen unser Denken, unsere Handlungen, unsere Entscheidungen nicht nur davon ab, was jetzt gerade im Moment passiert. Was natürlich auch eine Rolle spielt, sind Erinnerungen. Wenn wir wieder an die Aktivierungsmuster denken,
Dann können wir uns Lernen so vorstellen, dass so ein Muster permanent verändert wird durch das Lernen. Das heißt, das Aktivierungsmuster sieht in einem Kontext anders aus als vorher. Mit Lernen meine ich nicht nur das Büffeln für den Test, sondern auch Dinge wie das Trainieren von Fähigkeiten und das Sammeln von Erfahrungen und so weiter. Lass mich das anhand einer Studie erklären. Wenn man einen Menschen oder ein anderes Wirbeltier in eine bestimmte Umgebung setzt, dann aktiviert diese Umgebung ein ganz individuelles Set von Neuronen in dem Hirngebiet, das Orte bzw. Kontexte erkennt, dem Hippocampus. Das ist unser erstes Aktivierungsmuster. Forscher haben nun Mäuse in eine bestimmte Umgebung gesetzt und die Neuronen markiert, die in dieser Umgebung besonders aktiv waren. Danach haben sie den Mäusen mit leichten Elektroschocks Angst gemacht. Diese Angstreaktion ist unser zweites Aktivitätsmuster. Also, wir haben das erste Aktivitätsmuster, die Erkennung des Ortes, und das zweite Aktivitätsmuster, die Angstreaktion. Und die Forscher haben die Neurone markiert im Hippocampus, die das erste Aktivierungsmuster darstellen. Also die Erinnerung oder das Erkennen eines Ortes. Und die Mäuse haben durch die Elektroschocks gelernt, dass dieser Ort gefährlich ist. Das heißt, sobald die Maus erkennt, jetzt befinde ich mich in dieser Umgebung, dann bekommt die Maus Angst. Wenn die Forscher nun aber die Mäuse in eine neutrale Situation gesetzt haben, in der die Mäuse keine Elektroschocks bekommen hatten, dann haben die Mäuse auch keine Angst, dann ist alles in Butter. Und nun kommt der Clou. Wir erinnern uns, dass die Forscher die Neuronen, die in der gefährlichen Umgebung besonders aktiv waren, markiert haben. Und das erlaubt ihnen, eben diese selben Neuronen künstlich zu reaktivieren, während die Mäuse in einer ganz anderen Umgebung sind. Und wenn sie das gemacht haben, also diese Neurone, unser erstes Aktivierungsmuster, zu aktivieren, dann haben die Mäuse auch wieder die Angstreaktion gezeigt. Das bedeutet, dass die Verknüpfung, also die Assoziation eines Ortes mit einer Emotion, wiedergespiegelt wird im Gehirn. Hier wurde das Aktivierungsmuster, das einen Ort bzw. einen Kontext darstellt, verbunden mit dem Aktivierungsmuster für die Emotion. Und zwar so, dass das Aktivieren von ganz bestimmten Neuronen im Hippocampus automatisch auch die Hirnregionen mit aktiviert, die für Angst zuständig sind. Soweit so gut. Aber was passiert da genau? Und jetzt kommt die neuronale Plastizität ins Spiel. Und um die zu erklären, müssen wir wieder ganz nah an die Neuronen heranzoomen. Genauer gesagt, bis an die Synapsen. Das sind die Stellen, wo die Neuronen ihre Signale an andere Neurone weitergeben. An der Synapse trifft also zum Beispiel ein Neuron, das vom Hippocampus kommt, auf ein anderes Neuron, das mit einem Angstzentrum verbunden ist. Wenn jetzt vom Hippocampus ein elektrisches Signal kommt, wird hier an dieser Stelle Neurotransmitter in die Synapse ausgeschüttet. Und der Neurotransmitter wird dann auf der anderen Seite von Rezeptormolekülen gebunden, die zu dem Angstneuron gehören, und löst so ein elektrisches Signal aus, das weiter in die Angstzentren führt. Am Anfang des Experimentes, wenn es noch gar keine Angstreaktion gibt, dann passiert an dieser Synapse auch wenig bis gar nichts. Wenn dann aber durch diese Schocks Angst aktiviert wird, also beide Zellen gleichzeitig aktiv sind, die für den Ort und die für die Angst, dann kann sich diese Signalübertragung hier verändern. In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass das Signal einfach verstärkt wird. Das funktioniert, indem zum Beispiel das Hippocampus-Neuron mehr Neurotransmitter ausstößt. Gleichzeitig kann das Angstneuron empfindlicher werden, indem es die Anzahl an Rezeptormolekülen erhöht. Auch die Größe und die Anzahl der Synapsen zwischen Neuronen kann sich verändern. Je mehr Synapsen wir haben, desto stärker ist das Eingangssignal und desto wahrscheinlicher ist es, dass das Angstneuron mit aktiviert wird. Diese Arten von Veränderungen an den Synapsen können je nach Kontext die Verbindung zwischen allen möglichen Hirngebieten betreffen, aber auch die Verbindung zwischen den Neuronen innerhalb
von Hirngebieten. Und die Verbindungen lassen sich nicht nur verstärken, sondern auch abschwächen. So macht die neuronale Plastizität das Gehirn und auch den Rest des Nervensystems unglaublich anpassungsfähig. Neuronale Plastizität ist damit eine der fundamental wichtigen Eigenschaften des Nervensystems. Sie erlaubt es uns, Neues zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und Assoziationen zu bilden. Also, das Nervensystem ist ein komplexes Netzwerk aus Neuronen und seine Aufgabe ist es, auf Sinneseindrücke und körperliche Befindlichkeiten sinnvoll zu reagieren. Das Gehirn ist dabei zentraler Entscheidungsträger. Die unterschiedlichen Hirnbereiche bearbeiten verschiedene Aufgaben parallel. So entstehen die individuellen Aktivierungsmuster. Diese sind abhängig von allem, was das Gehirn so zu verarbeiten hat. Von Sinneseindrücken, körperlichen Befindlichkeiten, Emotionen, der stattfindenden Handlung, aber auch Dinge wie Erinnerungen und Erfahrungen und erlernte Fähigkeiten und so weiter. Die können alle in diesem Moment eine Rolle spielen. Und jede Form von Lernen im erweiterten Sinne beruht auf physiologischen und anatomischen Veränderungen der Verbindung zwischen Neuronen. Und das ist die neuronale Plastizität. In anderen Worten, immer wenn sich dein Befinden verändert oder du eine neue Handlung beginnst oder dich in eine neue Situation begibst, dann verändert sich der Aktivierungszustand in deinem Gehirn. Und immer wenn du etwas lernst, eine Erfahrung sammelst oder eine Fähigkeit trainierst, dann sind das physiologische Veränderungen in deinem Gehirn, die neuronale Plastizität. Und das bedeutet, alles verändert dein Gehirn. Und wenn du findest, dass dieses Video dein Gehirn positiv und nachhaltig verändert hat, dann schreib mir doch in die Kommentare Gehirn verändert und gib mir ein Like. Ich freue mich natürlich auch auf deine Fragen. Alles unten in die Kommentare rein, bitte. Tschüss!